Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ich hab den Aaron hier. Hey Aaron, hey, wie geht's dir? Ich bin der Erste, der hier sein darf. Ich freue mich wie Bolle und ich freue mich noch mehr drüber. Ich habe mir schon so viel Harry Potter Kram wegen dir gekauft, weil ich Harry Potter liebe. Und ich feiere Lego und du sagst immer, ja, Harry Potter ist gut. Ja. Ich glaube, Harry Potter habe ich dir nach deiner Empfehlung gekauft. Ich habe Friends nach deiner Empfehlung gekauft. Sehr, sehr gut. Und irgendwann total später, da war das Video 2-3 Jahre alt, den Turm von Ortang von Helen. Den Ortang, der hat aber auch hart gerockt, ja? Boah, ich baue die ja nicht auf. Die sind im Dachbund verstaut. Ach, die sind auf das ist deine Rente? Ist meine Rente. Ich krieg die Verpackung, denk so, wie geil. Ja. Und denk, entweder sind die mal viel wert oder aber wenn ich mal Kinder baue, ich das mit denen. Müsst ihr mal aufbauen. Dann kaufen die nochmal gebraucht. Weil der Turm von Ortang, der sieht da echt cool aus, wenn er da steht. Das stimmt. Da haben sie sich Mühe gegeben. Aber pass mal auf, jetzt mal, wir plaudern gleich noch ganz viel mit Sicherheit. Aber es ist so, er ist ja, habe ich ja in einem Video vom Astronomieturm schon angekündigt, ein ausgewiesener Harry Potter-Experte. Und ihr wisst ja, ich bin zwar Ehrenvorsitzender aller Fanclubs, aber ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Wir haben hier ja, das ist ja die 2020er-Serie. Hierzu kommen noch Videos. Das ist natürlich Hedwig. Das hier ist... das Häusi von Harry Potters... Der Ligusterweg Nummer 4. Achso, Ligusterweg Nummer 4 ist es dann. Oder Privet Drive ist es. Aber das ist wahrscheinlich dann das Englische, aber ja. Ist ja wurscht. Den haben wir, kommt auch noch ein Video dazu. Und hier haben wir den Turm, den habe ich euch schon gezeigt. Und während dieses Videos habe ich euch schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich eine wissenschaftliche Hilfskraft haben werde, die mir hilft. Und da bist du. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Ich sehe den Turm direkt hinten. Kann ich die ineinander stecken? Die kannst du ineinander stecken. Ja, 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 das ist total klasse. Und übrigens, jetzt nur mal ganz kurz, darum geht's. Wir bauen diese heute. Das sind die, die wir aufbauen. Dazu habe ich nämlich viele Fragen. Ich habe sie nämlich nicht verstanden. Aber das ist mega. Also ich kann meine großen Türme, die ich jetzt schon habe, ich habe das ganze Schloss und so. Da hast du doch, genau, habe ich doch gesehen. Ja. Das hast du mir bei Insta hast du ja gezeigt, wie ja. Alles gekommen ist. Du kannst die alle nebeneinander setzen. Also jetzt die 75, 95, 4 und 5,3 von dem ja. Alten und den Uhrenturm 4,8. Und hier hast du immer diese Pins, kannst sie auseinandernehmen und kannst es jetzt so stecken, wie du magst. Damit es auch die Reihenfolge hat, wie du möchtest. Ich weiß ja nicht, Hammer, ob das gut. Richtig angeordnet ist. Ja, naja, ein paar Fehler sehe ich hier schon. Also hier ist jetzt sitzt der Ravenclaw hier oben, das weißt du sicher. Ich hätte dich mitnehmen sollen in das Video, als ich den besprochen habe. Ja, das habe, ist gell? Super. Hier ist der Fehler, hier unten müsste Zaubertränke sein. Das ist hier, oh ach, ja. Achso, das müsste unten im Haus sein. Nee, nicht Zaubertränke ist eigentlich im Keller. Aber es gibt keinen Keller. Es gibt Keller. Keinen Keller. Okay, gut. Das ist das Problem. Guck mal, das ist mir nicht aufgefallen. Deswegen schon mal meine Entschuldigung. Und alle Harry Potter-Fans, als ich das vorgestellt habe, bin ich natürlich... da nicht drauf gekommen ja. Und habe es einfach vorgestellt und habe gedacht, das ist super. Ja, es ist auch was, schön. Was mir jetzt unter das Video geschrieben worden ist, hauptsächlich ist, dass diese weißen Fensterrahmen stören, weil da nichts weiß ist eigentlich im... ist auch nicht. Ja. Ich frage mich auch bei ein paar Sachen, Ravenclaw, dann ist das der, ja, ist super süß gemacht, diese Kleinigkeiten, Zaubertränke, toll. Hier die Aurauen von Professor Sprout. Das wird ja gemacht. Professor Sprout. Okay. Das ist die Lehrerin für Bio, kann man es bei Harry Potter ja, nennen. Sprout ist ja die Wurzel hier, Russell genau, Sprout. Genau, und Professor passt, Sprout, ja. Da kommen diese Alraun raus, die kann man dann, wenn die alt genug sind, ernten, um daraus Saft zu gewinnen. Und wenn der Basilisk, also der böse, die böse Schlange, den einen angeguckt hat, wird man zu Stein. Außer ah, Basilisk kenne ich, das ist das grüne Schlingelfiech. Genau, was die Schlange. Ja, alles genau, klar. Wenn du dir direkt in die Augen guckst, bist du tot. Wenn du aber über so einen Spiegel in eine Pfütze oder so die anschaust, dann bist du nur versteinert und dann brauchst du eine erwachsene Auraune, da machst du Saft drauf und dann bist du wieder da. Natürlich, selbstverständlich. Ich sehe das ganz genauso. Wir machen das und guck mal nur mal für dich. Auf die Sets, wie gesagt, gehe ich später nochmal ein. Aber es ist nicht, guck mal, dann sitzt sie hier und dann finde ich aber, ich muss ja mal hier die Flügelbewegung, oder? Die schwingt doch so richtig schön mit. Ja, ich muss sagen, ich bräuchte es aber hier. Ich finde die vom Blick echt hässlich. Die sieht aus, als wenn sie... Also ja. Den Brief habe ich erst nicht erkannt. Ich dachte, das wäre so, wenn ich hier rauf drücke, wird die wegfliegen. Da kommen Aufkleber drauf. Dann Aufkleber sind aber scheiße, ja. Habe ich gelernt. Aber dann siehst du den eher. Aber das ist jetzt mal so das Ding. Aber pass auf, das ist ja auch putzig klein hier, das Häuschen. Gustavi, ganz toll. Mit ja. Dobby dabei, Ron. Und hier, guck du, mal. Du hast aber das Auto nicht hingestellt, aber ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Hier kann man auch aufklappen, damit man sieht, wo er unter der Treppe wohnt, der kleine Harry. Gell? Ich zeige euch das noch in einem separaten Video. Ich wollte nur mal quasi so ein wenig die Szenerie darstellen. Ich kann euch allen empfehlen, wenn ihr in London seid, guckt euch nicht die Harry Potter Studios an, weil die desillusionieren euch noch viel, viel mehr als echt? Das. Ja, ich war danach sehr traurig. Das tut mir natürlich leid. Wer will schon einen traurigen Aaron sehen? So, die Figuren packen wir weg. Meinst du, da gibt es ein, zwei? Ja, ja. Das gibt es ein, zwei. Aber das sieht man ja öfter. Das sieht man ja wieder. So, jetzt haben wir diese beiden. 75967, 75966 aus der Harry Potter Serie von 2020.
Wir können sie mal einfach antesten. Und du könntest mir erst einmal sagen, weil ich meine, es sieht natürlich Forbidden Forest steht drauf und hier der Raum in Hogwarts. Ja. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber welches magst du denn aufbauen von den beiden? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Riesen. Okay, dann baue ich. Kannst du den bauen? Ich baue den Riesen und du baust das? Den Raum, ja. Brauchst du Infos zum Raum? 20, 30 Euro. Ich brauche Infos zu allem. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ich habe Harry Potter nicht. Ich weiß auch nicht, warum hier eine große Figur drin ist. Also ich bräuchte Info theoretisch zu allem, was passiert. Und das können wir ja während des Bauens erforschen, okay, was es gibt, oder? Okay, dann darf ich aufmachen, ja? Du darfst. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich eine Verpackung öffne. Du darfst. Und hier, guck mal, hier drüben hast du was, um so, Daumen zu drücken. Guck mal. Ah, ah. Ja, also ich sag dir. Was kostet hier mein Raum der Wünsche? 20 Euro kostet der. Hier drüben, das kostet 30 Euro. Bei mir natürlich ein bisschen günstiger. Das ist ja das Übliche. Es ist ja kein exklusives Set. Scheiße. Was ist los? Aufkleber. Achso, ja gut. Damit kommst du hier bei den, kommst du nicht durch. Hab ich hier drüben auch. Hier auch nochmal ein paar kleine Aufkleber. Aber was ist bei dir aufgeklebt? Ja, du hast die Maueraufkleber und die ganzen Sprüche natürlich. Und bei mir wird die Deko für den Dicken aufgeklebt. Achso, die Weste und so. Aha, was ein Scheiß. Egal. So, und dann schauen wir doch mal, was wir hier machen. Also. Und dann freut mich das doch, dass ich hier mal Unterstützung habe mal dabei. Ihr wisst ja, ich habe ja bei den Live-Bauten, habe ich ja Steff gerne auch mal hier dabei. Ja. Und dann, dann machen wir was und erzählen. Aber Steff hat von Harry Potter auch keine Ahnung, haben wir festgestellt. Nee. Harry Potter, Herr der Ringe, ist das Beste. Und damit sind wir an Punkten. Die sind an mir komplett vorbeigegangen. Ich du bist bin nicht weder das bei, Alter. Bei. Genau, ich das bin in diesem Mittelding geboren und da bin ich. Ich bin zu alt, zu jung fürs alte Star Wars, zu alt fürs junge Star Wars. Und bist du so tracky so hier? Genau. Ja. Live long and prosper. Da komme ich gar nicht rein. Und das ist, ja. Ich du bist bin halt ein Jungspund. Meine Güte. Der Ringe. Aber guck mal, die fand ich auch schon bei dem alten Set. Da gab es aber den Glitzerhirsch. Den Hirschbock von Harry und jetzt gibt es hier den Hasen. Und dann gibt es noch irgendwas. Es gibt einen Hasen und einen. Ich mag's ja, wenn was glitzert. Ich bin da ja voll dabei. Warte mal, ich habe hier meine tolle Präsentationsplatte. Und da lassen wir doch hier mal den Hasen drüber springen, oder? Schau mal. Schau, Fokus, Fokus, Tom, Fokus, Fokus. Ein Glitzerhase. Ist der nicht toll? Ist das ein Otter für dich? Ich könnte sein, dass das ein Otter ist. Also das sind die Patronusse von den Magiern. Also also der Harry hat den Hirsch, ja? Der Harry hat den Hirsch. Also du was musst dir vorstellen, du kennst doch die Dementoren. Das ja, sind das böse sind diese Wesen, diese Flugviecher, die von dir das ganze Glück raussaugen. Ah, okay. Und die kannst du nur besiegen, indem du dein ganzes Glück mit dem Expecto Patronum zusammenfasst und der erscheint als Tier. Zum Beispiel und glitzert. Harry hat den Hirsch. Meiner Meinung nach hat Luna Lovegood hat, glaube ich, den Otter und Hermine hat den Hasen. Ihr Glück kommt in Form eines Hasen und der Hase rennt dann auf die Dementoren zu und die können mit so viel Glück da nicht umgehen und flüchten. Das ergibt sofort Sinn. Ist das, ja, Kinder, habt super. Ihr auch solche Sachen? Ich muss ja gleich mal hier ein Teil entdecken, was natürlich auch jetzt mal, ich rede ja immer über die Forestman-Serie, die alte aus den 80er Jahren und da wäre doch so ein Teil hier ein Traum gewesen. Schaut mal. Ein wunderbares Wandteil, schon gleich mit den Baum, mit den Ästen schon dabei, damit du das baust. Das ist doch genauso. Hier und hier, jetzt habe ich hier, ich bin ja tief in der griechischen Mythologie. Du weißt ja, durfte ja wunderbar altgriechisch in der Schule genießen. Ja. Und da hatten wir ja natürlich auch hier so Minotauren und solche Geschichten. Was sind das für Viecher, die ich hier gerade baue? Das sind Zentauren. Zentauren, ja. Ist ja auch kein Mino hier dabei, ja. Und was kann ich weiß gar nicht den Unterschied zwischen Zentauren und Minotauren. Das macht nichts. Wo ist denn der da? Und was ist das? Ich würde jetzt sagen, es ist das Viech, was gemerged wird. Minotaur und Centaur. Du hast ja auch nochmal einen Stier dabei. Hast du hier nochmal einen Stier dabei? Das müssten wir jetzt wissen. Fragst mich Sachen, die also ich nicht weiß. Also das sind Minotauren, glaube ich, von Harry Potter. Die wohnen im verbotenen Wald. Bis auf Firenze. Der sagt sich davon los und wird Lehrer in Hogwarts von Moment. Astronomie. Die sind sehr sternverbunden. Das sind Lehrer? Einer davon. Firenze ist Lehrer. Die anderen sind so ein bisschen dörflich, mittelalterlich, wohnen im Wald, jagen mit Pfeil und Bogen, mögen auch nicht so die Zauberer, weil es vor zig Jahren mal Krieg gab. Albus Dumbledore mögen sie aber alle. Und die wohnen auf dem Gelände von Hogwarts im verbotenen Wald und sorgen im verbotenen Wald für Recht und Ordnung. Das ist so die Polizei im verbotenen Wald. Warum nicht? Ja, okay, da bin ich dabei. Das ist die Polizei im verbotenen Wald. Und die, sehen aber irgendwie garstig aus. Ja, die sind ja auch sauer, weil bei deinem Ding ist es ja so, ich will jetzt nicht zu doll Harry Potter spoilern, aber in einem Harry Potter Film ist es eben so,
Es gibt auch Riesen bei Harry Potter. Und Halbriesen. Baue ich ja. Ja, du baust den Riesen. Der Hagrid, der Dicke mit Bart, ist ein Halbriese. Ah, okay. Papa Mensch, Mama Riesen, zusammen Halbriese. Also so wie hier bei denen, Vater Pferd, Mutter langhaariger Typ. Ja, oder andersrum, genau. Genau so. Guck mal hier, jetzt habe ich erstmal passend zu Luna. Luna hat übrigens den Hasen, sehe ich hier gerade. Luna hat den Hasen. Luna Lovegood. Okay. Ja, in die war ich verliebt übrigens als Kind. Okay. Und auf jeden Fall ist es so, die passen im Wald auf, dass Recht und Ordnung ist. Und die sind sehr verärgert, weil Hagrid, als Lord Voldemort zurückkommt, hat Dumbledore gesagt, okay, wir brauchen Verbündete. Ja. Und Verbündete, gute Verbündete, die damals auf Voldemorts Seite waren und nicht wiedergehen sollen, sind die Riesen. So. Und dann schickt der Hagrid den Halbriesen los, mit den Riesen zu reden und sagt, du, klär mal ab, dass die vielleicht doch für uns sind. Okay. Und dann geht da Hagrid hin, sucht die mit einer, das geht zu tief rein, mit einer anderen Dame, dies, das. Und dann schenken sie den Riesen ewiges Feuer und so weiter und so fort. Und das fanden jetzt hier die Minotauren, Die Minotauren sind da gar nicht dabei. Okay. Oder Zentauren, was das auch sind. Fanden das jetzt nicht so geil, aber die haben damit nichts zu tun. Auf jeden Fall bestimmt Minotaur. Findet Hagrid dann raus, dass er einen Halbbruder hat. Und zwar, ich weiß seinen Namen nicht, Gorm, Gollum. Okay. Und der steht auch auf Spinnen und so? Und den Halbbruder, den du jetzt baust, den nimmt Hagrid mit nach Hogwarts. Und damit da nicht Ärger mit dem Zaubereiministerium gibt, weil Riesen werden von den Zauberern gejagt und so, auch keine gute Verbindung, versteckt der den im verbotenen Wald. Weil da geht kein Zauber rein, weil da die Minotauren herrschen. Minotauren. Ja. Minotauren. Warte mal, du hast doch gesagt Minotauren, ich habe falscherweise Zentauren gesagt, oder so war's doch. Bin ich jetzt auch nicht mehr so drin. Jetzt bin ich ganz raus. Das können ja die Zuschauer mal schreiben. Das können, werden auf jeden Fall, kannst du aber glauben, dass zu dem Geschwätz, was ich loslasse bei Harry Potter, immer alles geschrieben wird, weil ist ja auch der nette Versuch, mich aufzuklären. Und es wird mir auch immer wieder ans Herz gelegt, dass ich mir die Filme anschauen soll. Und wenn schon nicht die Filme, dann wenigstens das Hörbuch mit dem Rufus Beck. Weltklasse! Weltklasse bei Audible, kann ich dir empfehlen. Ich habe alle weggeballert. Der liest das so gut. Rufus Beck kriegt Zindia, 50 Figuren mit verschiedener Stimme zu sprechen und du weißt immer, wer dran ist. Und da spricht er zum Beispiel auch Professor Umbridge, die müsste bei dir drin sein. Das ist so eine alte, dicke Kröte, die er da in der Krise in der Hand hat. Die spricht er mit so einem Wiener Dialekt. Die spricht der so gut. So gut. Weltklasse. Ich liebe den Mann dafür. Okay, also ich habe da was losgelöst. Es tut mir schrecklich leid. Ist auf jeden Fall, diese Hörbücher. Empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Baust du was Schönes, gell? Baust du es auch richtig, Onkel? Ja, ich bin eigentlich im Bauen ganz gut, aber ich bin beim Lego-Bauen genau wie bei Ikea aufbauen, dass mir mittendrin auffällt, ich habe was falsch gemacht und dann muss ich alles nochmal abbauen und neu machen. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass endlich mal so ein bisschen mehr erklärt wird, was hier passiert währenddessen. Harry Potter ist so toll. Also ich finde nur noch Herr der Ringe besser, aber Harry Potter hat mir die Kindheit versüßt. Das ist eine schöne Sache. Ich hatte die Schwierigkeit mit Harry Potter. Ich hätte wahrscheinlich zuerst die Bücher lesen müssen und dann den Film schauen. Aber ich habe die Filmplakate gesehen. Ja, und da dachte ich, das wird ein Scheiß. Genau, und ich war schon zu alt, um reinzukommen eigentlich. Und habe dann diese Filmplakate gesehen und ich fand den Harry Potter-Darsteller einfach gruselig. Das ist gleich wohl mit Frodo bei mir. Elijah Wood als Frodo ist ja super. Es mag sein, aber ich kann den Typ nicht länger angucken als 3 Minuten. Und das Problem ist, der Film geht 7,5 Stunden. Was soll ich denn da machen? Und der guckt mich an und der Harry Potter hat halt nur diese 2 Gesichtsausdrücke. Also ich will jetzt nicht klugscheißen, aber der Film Herr der Ringe geht Teil 1, 4, 4, 3, glaube ich etwa. Das sind 4 bei... Ach du Dicke, sei 11 Stunden. Ja. Also das ist, gut, wie gesagt, es war für mich nicht drin. Ich liebe es. Ich liebe es und ich finde... Daniel Radcliffe als Harry Potter gut besetzt und auch Elijah Wood. Ich hatte danach das Problem, ihn bei Hooligan zu sehen, wie er anderen Leuten auf die Fresse haut. So dachte ich, Frodo macht sowas nicht. Hör bitte damit auf. Ich weiß ja auch das, ich habe ja Big Bang und sowas geguckt und da wollen sie alle Frodo sein und der Leonard möchte Frodo sein und so weiter. Das scheint eine ganz tolle Welt zu sein und was mich ja begeistert ist, dass Leute so fröhlich sind, wenn sie davon berichten. Ich werfe dir zufällig, wenn wir uns treffen, mal Harry Potter als Wort entgegen und sofort das Gesicht strahlt und mir wird irgendeine Story erzählt von Harry Potter, die ich komplett nicht verstehe. Das kann passieren, aber es baut sich echt, also ich habe eben wirklich Lego lange nicht aufgebaut, weil ich sammle in der Hoffnung, dass es mal Milliarden wert ist. Gewiss. Oder dass ich eben irgendwann mal mit Kindern baue, die mir gehören. Genau, die werden das dann alles schlachten, was du im Keller hast. Das kann wirklich sein, aber das gönne ich denen dann auch von Herzen. Total.
Aber so, ja, auf jeden Fall, bei dir, du hast eine sehr schöne Sache mit den, steht da nicht drin, was das sind? Nee. Steht es auf der Verpackung? Inhalt? Ja, auf der Verpackung steht dann hier vorne mal drauf. Zentauren, da haben wir es doch. Zentauren. Zentauren. Und Dolores, genau. Die Hermine, wie ich immer komme. Dann die Hermine, genau. Und Harry. Ja, oh, hier Emma Watson. Die bin ich ja auch ein bisschen verliebt gewesen als kleiner Junge. Ja, gut, aber bist du nicht auch altersmäßig bei denen auf Kanten? Ja, bin ich auch. Ja, bin ich. Ich bin zu alt für das Zeug einfach. Das ist ein echtes Thema. Ja. Deswegen umgebe ich mich ja jetzt mal langsam mit jungen Leuten. Wisst ihr, ich muss ja immer so. Ist mir alles zu technisch. Aber bevor ich neue wilde technische Sachen mache, habe ich gedacht, hole ich mir einfach junge Leute hier rein. Und dadurch wird das hier total aufgepeppt. Das ist so, wie wenn die ARD versucht, ein Jugendprogramm zu machen. So ist es jetzt hier. CDU. Ja, der Onkel versucht jetzt mal hier ein bisschen jung zu werden. Ich stehe jetzt und guck jetzt erstes Problem. Guck mal, so sieht Problem. Das aus, ja? Ja, und jetzt soll ich das Ding mit dem oben rauf machen. Hast du auch gut gemacht. Und wo stelle ich das? Ich kann so, das, jetzt, ja? Das ist ja dann schief. Boah, aber du hast doch hier das Ding, du kannst es ja über diese Kante drüber bringen und dann bewegt sich es auch. Dann ist das hier dein Widerstand. Also er hat das gleiche ist wie auf der Schieben. Seite. Das hier unten, diese große Plate Modified, ist immer was zum Schieben und dann kannst du das hier so hin und her schieben. Das ist eine Schiebetür, ja, das wusste ich nicht. Ja. Hast du genau richtig gebaut? Ja gut, dann wusste ich nicht, dass es eine Schiebe. Dafür habe ich. Aber jetzt machen sie ja die Schiebetür. Jetzt machen sie die Schiebe drauf, damit es nicht mehr rausfliegen kann. Ah, das ergibt ja sowas von Sinn. Es ergibt den Knallersinn. Lego. Und wir haben uns dann auch überlegt, da Aaron bei mir ist, weil wir was Nettes zusammen machen, haben wir dann gedacht, wir verknüpfen das hier mit diesem wunderbaren kleinen Video, weil diese Sets ja so zum Vorstellen fliegen ja solche Sets bei mir manchmal raus, weil sie einfach zu klein sind. Aber so in der Kombination mit ein bisschen gebastelt, was ist das, was ich hier gerade baue? Warum ist in diesem Baum so ein Fahrradgriff drin? Achso, weil der Riese mit diesem Fahrrad... Oh, das ist aber süß, dass sie diesen Fahrradgriff reinmachen, weil der Riese... klingelt immer an der Klingel von diesem Fahrradgriff im Film. Ah. Also total putzig, dass sie das umsetzen, ist ja schon wieder niedlich. Guck also mal. Es ist toll, dass sie es gemacht haben, wenn du die das, Frage... Das freut mich sehr, ja. Ich habe es jetzt einfach gebaut, ohne zu wissen, warum. Ja, aber das ist sehr schön. Das sehr ist fein ins und Detail gegangen. Und Hagrid auch seine... Also die kleine Leuchte. Die kleine Laterne. Ja. Aber Hagrid ist ja nicht dabei, weil Hagrid ist da schon in Hogwarts... Ist es... Umbridge ist in welchem Teil? Da ist Dumbledore noch da. Also kann es nicht... Nein, es ist der fünfte. Ich frage mich, wo Hagrid ist. Der ist einfach nicht da. Der ist nicht da, okay. Ich glaube, der wurde auch verbannt, genau wie Dumbledore im fünften. Das ist der Orden des Phönix. Ja. Wo Fred und George auch bei Hogwarts in Hogwarts hinschmeißen. Die schmeißen hin? Ja, ach guck mal, okay. Hier sollte ich jetzt diese Steine... Vielleicht ist es auch so, damit du noch ein Set kaufst. Das ergibt voll Sinn. Der Raum der Wünsche ist nämlich, den baue ich ja gerade. Ja. Es ist so, wenn du... ein ganz dringendes Need hast, also irgendwas ganz dringend brauchst, läufst du dreimal vor dem Raum auf und ab und dann passiert es. Ja, Dumbledore zum Beispiel muss immer auf Klo und läuft auf und ab und dann ist da ein ganz tolles Klo. Ernsthaft? Und die Schüler in Hogwarts im Teil 5 wollen eben ungestört trainieren, weil durch Dolores Umbridge wird, die ist dann irgendwann Direktorin, Gandalf. Dumbledore wird vertrieben, so gesehen, okay. In einfachen Worten. Und die verbietet, dass die richtig zaubern lernen, um sich gegen die Lord Voldemort Schergen zu verteidigen. Okay, damit sie nicht stark genug werden, dürfen sie nicht mehr. Aber genau. Wer gibt dann Gryffindor am Ende doch immer noch die extra 100 Punkte, wenn der Dumbledore nicht mehr da ist? Der Dumbledore kommt ja am Ende immer fast wieder, außer bei Teil 6 wird es dann schwer. Aber okay. Bei Teil 5 ist es dann so, dass Dolores Umbridge hat immer das Gefühl, dass, also Harry trainiert mit seinen Leuten, meine Szene spielt vor deiner. Okay. Harry macht mit seinen Kumpels und Freunden so, ey, komm, wir trainieren Zaubern, dass ihr doch ein bisschen was drauf habt und euch wehren könnt, wenn die Leute von... Zaubern trainieren? Ja, natürlich, nichts lernt man ja direkt so. Okay. Okay. Und dann trainieren die so Tricks und Tipps und alles und dann werden sie aber dabei erwischt und das findet Dolores Umbridge nicht so cool. Und diesen ganzen Trainingsapparat nennen sie Dumbledores Armee. Okay. Und dann heißt es so, okay, Dumbledore will sich eine eigene Armee aufstellen und das findet ja das Zaubereiministerium nicht gut. Das Zaubereiministerium ist aber garstig, oder? Ja, die sind sehr garstig. Die sind garstig. Wieso ist das Zaubereiministerium nicht nett? Also Weil Ministerium nie nett sind. Das stimmt. Also ich kenne wenige nett, also außer die beim Finanzamt bei mir, die sind alle nett. Das ich mag euch. Ich hab euch bei uns in Hessen auch. Ihr seid die Besten, ich komme immer gerne zu euch. Sehr gerne. Ich komme mit Taschen voller Geld und gehe ohne weg. Das ist total guter Buch. Das ist wirklich ein Gang, den man gerne geht. Ich zahle gerne Steuern, dafür kommt die Polizei. Auf jeden Fall, Feuerwehr ist gemacht, Straßen sehen gut aus bei uns, die Bildung funktioniert. Ich bin einfach zufrieden. Schnelle Internetleitungen. Alles ist da.
So, auf jeden Fall denken die dann, oh, der Dumbledore baut eine Armee auf, das wollen wir nicht, der will uns stürzen und dabei kann er nichts dafür. Wird das echt so kriegerisch, Harry Potter? Harry Potter ist sehr kriegerisch. Okay, geht ab. Ja, deswegen sehr empfehlenswert, kann ich immer nur also wieder sagen. Also was ich richtig cool fand, was ich auch sehr gerne mal als Lego-Set hätte, ist diese abgefahrene Bank. Gringotts, oh ja. Die sieht doch cool aus. Also das habe ich gesehen am Anfang. Gab es die Winkelgasse? Die Winkelgasse gab es, die Diagonal ist die 10217. Das war so ein Special-Set mal, das habe ich auch vorgestellt. Das war. Hast du noch eins da? Nein, davon habe ich keins mehr da. Kriegt man das noch irgendwo her? Sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe noch so ein kleines Special-Set aus den 40er-Nummern. Das war so eine Gratisbeigabe mal. Das ist so eine Mini, zeige ich dir. Habe ich vorne aufgebaut. Achso, aber auch schon aufgebaut. Ich brauche ja, wenn original verpackt. Aber die Winkelgasse würde ich mir auch noch kaufen. Die Winkelgasse, ja, aber das ist wirklich gassig. Ich hoffe ja, weil Lego ja gerade geschnackelt hat, dass Harry Potter doch irgendwie läuft und die Leute es mögen. Dafür haben die wahrscheinlich viele Berater bezahlt, bis die das rausgekriegt haben. Und bei dir hätten sie es umsonst gekriegt. Aber sowas von gratis, mein Tipp. Deswegen hoffe ich ja, dass es das mal so ein, weißt du, wie das 71043, das große Harry Potter Schloss. Ja, super Ding. Und genau. Hast du das eigentlich? Ich habe, also alles, seit wann gucke ich dich extrem, so seit 2,5 Jahren und alles, was du da von Harry Potter vorgestellt hast, bin ich direkt auf den Links in der Videobeschreibung gegangen und habe gesagt, komm. Ich hoffe, aber das Harry Potter Schloss hast du irgendwo günstiger gekriegt, als ich verlinke hier unten immer auf Amazon. Ja, ich habe auf Amazon gekauft, weil ich so dachte, Mann, ich will jetzt nicht den Stress haben. Und da habe ich die erste Lieferung gekriegt, da war der Karton sehr doll beschädigt, dann habe ich es zurückgeschickt und dann habe ich es nochmal neu gekriegt. Sehr gut, zweites. Das ist aber sehr lieb, dass du über die Links bestellst. Das ist wirklich eine sehr nette Unterstützung unter Kollegen. Und die, also auf jeden Fall, deswegen hoffe ich, dass als nächstes großes Set von Harry Potter nochmal entweder eine Winkelgasse oder einfach die Bank. Ich stelle mir die aus so 5000 Teilen fett vor. Die Bank ist Hammer. Weil der hat doch auch unten, das ist eine der Szenen, die ich mag, wo die runtergehen, wo diese Schatz, wo die Goldkammern sind und so. Die ist komplett unterkellert mit zig, da sind ja auch Drachen unten drin. Ja, es ist doch so, ich meine, ist das nicht, wäre das so ein richtig cooles Set? Oder mit, also das so halb unter, halb über ist. Ja, das wäre wirklich so ein bisschen wie Stranger Things. Ja, genau. Sowas. Und dann stellst du es auf und unter hast du dann einmal, kennst du sicher die Szene im ersten Teil, wo Hagrid sich den Stein der Weisen rausholt. Ja. Und dann hast du nochmal andersweitig aber auch drin das Versteck der, wie heißen sie, Lestrange, wie viele sagen, die da den Horcrux von Voldemort. Das ist aber anscheinend ein späterer Teil. Ja, das ist ein bisschen sehr späterer. Okay, damit kenne ich mich dann wieder nicht mehr aus. Aber ich baue gerne Bäume aus Lego. Mir macht das Spaß. Die sind klein, die sind putzig. Oh, aber es ist auch sehr detailgetreu. Hier oben sind noch so eine Spinnen, genau, die im verbotenen Wald leben. Ist doch echt putzig, oder? Ich mag so kleine. Ja. Warum gibt es keine kleinen Wälder? Es muss doch nicht immer eine Lizenz haben. Man kann auch so mal kleine Wälder bauen einfach. Sieht doch cooler. Robin Hood-mäßig. Ja. Oder das Baumhaus einfach in klein. Baumhaus in klein muss man nicht gleich 200 Euro ausgeben für das Zeug. Ja, hat ja auch nicht jeder. Das stimmt. Lego ist echt teuer. Lego ist garstig teuer. Ich finde es schade, weil sowas ist doch. So ein kleines Set hier, einfach mal ein bisschen Wald. Ja, ich bin froh, dass es da ist. Die Geier, so. Ach, guck mal hier, hopp. Ja, die Geier sind ziemlich, das stimmt wohl. Aber warum, Bluebricks hat dafür nicht die Rechte, wa? Nein, die könnten nur Waldteile rausbringen, jetzt mal irgendwas. Das finde ich ganz cool. Guck mal, können die doch mal Joanne K. Rowling so anrufen oder antwittern? Die können mal sagen, komm, wir machen mal was. Wir bauen ja auch was. Das ist eigentlich eine Hotdog-Wurst, die eigentlich in Rot gibt, dann gibt es so ein Hotdog-Teil, kann man reinmachen, gibt es beim Hotdog-Stand und das haben sie jetzt hier genommen, es wird jetzt verbunden mit so einem Ding und dann ist es so ein Pilz, der aus dem Baum rauswächst. Voll süß. Das ist doch mal nett, oder? Ich mag solche Ideen, ich mag solche Wiederverwendungen von dusseligen Hotdog-Teilen zu irgendwas Neuem. Gibt es eigentlich so legendäre Lego-Bauer? So, also es gibt ja zum Beispiel bei Disney gibt es ja so diese Magic, keine Ahnung, 8, die irgendwie Schneewittchen mitgezeichnet haben und die werden von allen vergöttert. Also es gibt natürlich, kann ich dir jetzt nicht mit Namen dienen, es gibt natürlich Designer, die sind beliebt und bekannt. Es gibt vor allem auch die Ideas-Designerin, zum Beispiel vom alten Angeladen, die ist sehr, sehr gut. Es ist so eine Geschichte, ich könnte jetzt eher bei YouTube kommen, dass man sagt, zum Beispiel der Jang von Jangbricks, der Wunderbare, der baut seine eigene Stadt und der hat so eine Mall gebaut, die sieht klasse aus mit tollen Ideen drin. Aber da gibt's. Das Problem ist, dass ich nicht kreativ bin. Deswegen hänge ich nicht in dieser kreativen Szene drin. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Kann doch gar nicht sein. Das ist ein bisschen höher. Achso, nee, mache ich das so rum? Nee, das kommt ja noch gar nicht. So. Das ist auch alles erst ab 7. Wie oft sagst du einfach, ja, ich baue das schon irgendwie? Du baust es toll. Nicht, dass du sagst, in der Anleitung sieht es anders aus, aber wenn ich es so mache, klappt es hoffentlich auch. Das ist auch immer, weißt du, ich bin doch mehr so dem Bob Ross angehaftet. Ich sage, das ist deine Welt, du entscheidest, was du machen möchtest und wir machen keine Fehler, sondern das sind alles nur
Happy little accidents. Und dann ist alles gut. Ja, aber es sieht doch gut aus. Du solltest, es sieht nur so ein bisschen, das muss noch ein bisschen runter hier, oder? Genau. Achso, ich habe immer Angst, dass ich bin da immer so grobmotorisch. Bist du schon fertig? Du hast doch gerade mal den Baum fertig. Ich muss noch den Riesen bauen. Musst noch, da bin ich schon dabei. Da fehlt doch noch Frau Ambridge. Wir kommen hier in aller Ruhe. Ich gucke immer nur mal bei dir so ein bisschen, was du da machst. Und du wirst doch gleich alles erzählen. Wenn dessen kann ich auch noch bauen. Aber was soll ich dir denn du erzählen? Also das, ich musste dir ganz Harry Potter erklären, wer jetzt wirklich echt sportlich. Ich kann es dir immer nur wieder empfehlen. Das wäre ein geiles Video für Held der Steine, für den Helden. Wenn du ein Video machst, wo du dich einfach selber filmst, weil du kannst ja kein Material verwenden, wie du Harry Potter schaust. Wie ich Harry Potter schaue, da damit ich das mal begreife, meinst du? Da gibt es ja Millionen von Videos, die jetzt abgehen. Meine Mama schaut das erste Mal Herr der Ringe, meine Mama schaut das erste Mal das und das. Und okay, die gehen ja steil wie nichts, so eine Videos. Und mal deine Reaktion zu sehen, wenn dann Harry Potter das Trimagische Turnier gewinnt. Ja gut, aber was ist da los, wenn ich bin beim zweiten Turnier, beim zweiten Film irgendwann in der Hälfte eingeschlafen, dann läuft die Kamera, man hört sie im Hintergrund, ich hänge dann, hab die Augen zu. Dann würde ich dich deabonnieren, wenn das passiert. Genau davor habe ich Angst. Das sind Dinge, die dürfen nicht. Hast du How I Met Your Mother geschaut? Alle Folgen. Wunderbar. Und weißt du noch, wenn die wunderbare Elliot reinkommt, die heißt dort Stella und ja, Ted muss ja sicherstellen, dass sie Ted Star Wars mag. Ted oder du meinst Lonnie Flash? Richtig, Lonnie Flash. Dann dachtest du auch die ganze Zeit, das ist nicht Lonnie Flash. Das ist Ted Mosby, Leute. Wem wollt ihr das erzählen? Genau, wem, weil das geht einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Ja. Und das auf jeden Fall, obwohl wunderbar finde ich, dass ich es dem Ed O'Neill abnehme, dass er eine schrecklich nette Familie hat und jetzt spielt er Modern Family. Ja, aber weil der einfach von ich bin schlank Ed O'Neill mit... Genau. Und jetzt drei Touchdowns in einem Spiel zu. Aber das ist super, ich liebe die Serie. Ist auch sehr schade, dass sie vorbeigeht. Mhm. Ja, auf jeden Fall die. Wo war ich gerade? Die Stella kommt, genau, und dann muss sie ja Star Wars gucken und er ist ja gebannt mit Marshall hinten im Zimmer und wartet und dann sagt sie, was ist das für ein Vieh und meckert über Chewie. Richtig. Ja. Und will irgendwie während des Films Sex von ihm und er denkt sich, Gott, ist doch Star Wars gerade. Ja. Und so wird es mir dann gehen, wenn ich Harry Potter gucke und ich mag es dann nicht so, wie es die Zuschauer erwarten und dann ist alles vorbei. Ich habe gerade aber im ganz großen Stil beim Der Held im Kanal, warte mal, wann posten wir das Video? Keine Ahnung. Einen Tag davor kommt Der Held. Habe ich über The Orville zweite Staffel geredet, weil ich mir gerade bei Prime angeschaut habe. Der war? The Orville. Habe ich nicht gesehen. Nee, ist auch, glaube ich, gar nichts für dich. Das ist was für die Star Trek-Leute. Was ich letztens gesehen habe, du bist doch genauso sportfasziniert wie ich. Mindestens. Hast du die Jordan-Doku auf Netflix gesehen? Natürlich habe ich die Jordan-Doku auf Netflix gesehen. Ich habe nichts mit Basketball am Hut. Ja. Aber diese Emotion, letzter Korb in der letzten Sekunde. Das war 98. Er ist ein Tier und stell dir vor, ich habe es damals gesehen. Ja, dann sieht man, wie alt du bist. Richtig. Aber es war Hammer. Also ich habe die Jordan-Doku wirklich mit Haut und Haaren vernascht. Die ist Weltklasse. Überhaupt Jordan, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, der ist natürlich ein Hyper-Ehrgeiziger. Deswegen wird er nicht vielleicht der angenehmste Mensch sein, wenn man mit ihm abhängt. Aber der Typ ist ein Traum, was der gemacht hat in seiner Karriere. Und ich habe ja damals natürlich Basketball verfolgt. Das war ein riesiger Chicago Bulls-Hype weltweit natürlich. Und das war klasse. Und jetzt natürlich, ich liebe es, wenn der Pippen bei ESPN auftritt mit dieser Stimme. Wenn der Pippen redet, also meine Soundbar vibriert dabei. Muss ich ehrlich gestehen, davon nicht, wer Scottie Pippen war. Ha, bist du jung. Und ich dachte so, ja, und dann haben jetzt alle davon geredet, dass er einfach wirklich die beste zweite Geige war, die man spielen konnte, wenn sich das jetzt nicht zu fies anhört. Er war ein eine Maschine. Eine Maschine, der Typ. Ich meine, der Rodman war der Rebound-Gott, aber der Rodman ist halt auch irgendwie ein Ober, der ist durchgepeitscht, aber es macht nichts. Aber die hatten Pippen, geht schwer ab. Auf jeden Fall. Nur, ich glaube, ich hatte sich geschäftlich ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Ich glaube, der hat irgendwie ein Zwanzigstel von dem verdient, was der Jordan gemacht hat. Aber der Jordan war halt auch... Ich habe aber letztens gelesen, Michael Jordan hat letztes Jahr mit der Marke Jordan mehr verdient als in den ganzen Jahren davor in seiner Karriere. 100 Millionen letztes Jahr gemacht. Also ich denke, Jordan und auch Scotty, denen geht's gar nicht so schlecht. Wir brauchen Harrys Haare fehlen. Wir könnten denen aber auch mal einen Affiliate-Link irgendwie geben, dann können die auch mal ein bisschen was verdienen nehmen. Ja, nochmal einen Euro. Ja. Nee, ich fand zum Beispiel Steve Kerr super sympathisch. Ja. Ach, ich sehe gerade, Harry hat zwei Gesichter.
Wusste ich gar nicht so. Der hat ein Wendegesicht, na klar. Weil er hat doch, der Schauspieler, die meisten, ja, er hat doch auch als Schauspieler genau zwei Gesichtsausdrücke und das wird hier sehr gut mitgegeben. Ich finde das sehr akkurat. Das ist aber sehr garstig. Nein, das ist nur, der war doch noch 10 Jahre alt, da kann er halt nicht schauspielern. Er wurde mit Sicherheit bei den späteren Filmen, die ich nicht gesehen habe, wesentlich, wesentlich besser. Und jetzt kann er es bestimmt besser als alle anderen. Jetzt spielt er bei Amazon Prime oder Netflix irgendeinen Polizisten in irgendeinem Film, habe ich jetzt gesehen. Echt? Ja, aber dann kann ich es eben, Elijah Wood wird auch für mich immer, ja, immer der Harry bleiben. Der Frodo bleiben, ja. Oder Sean, der Daniel, der Dings. Ja, oder Sean Anderson, glaube ich, ist Sam bei Scumpy. Und wenn er dann bei Stranger Things mitmacht, denke ich mal, warum rennt Sam da rum? Der hat da nichts zu suchen. Also da bin ich leider immer sehr eingefahren. Aber hey. Ja, die Wandlungsfähigkeit ist dann ein bisschen eingeschränkt. Vor allem, weil wir sie über die Serien, über so viele Staffeln oder über solche langen Filme so intensiv erleben, dass man ihnen halt der Schauspieler nicht mehr abnimmt, sondern die Fans, glaube ich, denken ja auch, das ist die Person. Das stimmt, das denken viele. So, jetzt habe ich das, da oben kommt noch eine... Kommst du gut zurecht eigentlich? Es funktioniert sehr gut, Aufbau macht auch sehr viel Spaß. Ist so eine entspannte Sache, ja, oder? Ja, ich mag es wirklich sehr. Es ist fast wie Puzzeln. Genau. Aber trotz allem, also was ist denn jetzt hier? Ich puzzle gerade den großen neuen Lamborghini zusammen von Lego. Aber Technik hat nicht die gleiche Entspannung. Ich mag dieses Bricks setzen. Das entspannt wirklich final. Ich habe noch nie was von Bluebricks gehabt. Bluebricks hat. Bluebricks, nein, ich baue gerade Technik. Aber ist so egal, Technik. Aber Bluebricks ist wieder was anderes. Die haben ja auch, die haben normale Steine. Aber wir können mal gucken. Die Bluebricks-Jungs sitzen ja auch hier um die Ecke. Ja, aber ich finde ja cool, was die da so machen, dass die ihre eigenen Klemmbausteine machen. Finde ich alles sehr, sehr toll. Aber, Wobei Bluebricks konfektioniert. Also die haben keine eigene Produktion, sondern die kaufen Steine von anderen. Und bauen dann einfach, stellen dann ein Set daraus zusammen. Das ist so. Klassischer Konfektionierer. Vielleicht kommen die jetzt auch mal dazu, eigene Steine zu machen. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen überfordert. Sag der an. Sagt, schwarz muss ich haben. Das ist Dark Brown. Und das ist normal. Das zeigen die einem sogar. Das ist ja klasse. Es gibt dir mal den großen Tipp, diese Tüte auch echt auszuleeren. Und dann siehst du hier deine Dark Brown Fliese. Ah, okay, vielen Dank. Ist mir eine Freude. Ah, das gibt alles so viel Sinn. So, jetzt kommt der Typ. Ah! Ha? Was manchmal hinterher alles erst für einen Sinn ergibt. Und jetzt ist der Typ fertig. Das ist jetzt kein Gegner, das ist einfach wie ein Dummy. Also ein Dummy und dann sagen wir. Wie beim Fußball beim Training fürs Freistoß. Genau, das ist so ein Dummy von den Kollegen. Damit, an dem überüben die dann ihre Zaubersprüche und sagen. Ist das dann, ein Dementor in Dummy? Genau, ein Dementor in Dummy, genau, weil sie ja keine echten da haben. Das sind jetzt alle Figuren. Und an dem kann man Zaubersprüche üben. Ja. Okay. Das ist so wie Autounfälle üben. So. Was haben wir da? Wir haben jetzt das einmal, hops. Und dann haben wir das. Das ist echt. Aber ich werde jetzt bald ein Special machen, weil wir uns da vorhin so reingefaspelt haben. Ich werde griechische Mythologie jetzt bei mir auf dem Kanal erklären. Wirklich? Ja, weil ich den Unsinn ja jahrelang... Aber hat das nicht alles Marvel schon gemacht? Mit Thor, Odin? Ja, aber das können die nicht. Ich erkläre denen nochmal richtig, wie das funktioniert mit der Mythologie. Und dann nehme ich auch die Nummer mit den mit diesen Fabelwesen natürlich mit. Das wird super. Aber danach kommt mal, warum nicht mal so ein wir gucken gemeinsam Film. Ich habe ja eigentlich gedacht, jetzt in der Zeit, aber die Übertragungen sind ja alle ins Free-TV gekommen. Ich dachte eigentlich, ich mache so eine Bundesliga-Konferenz. Dass ich mir die Filme die Spiele angucke, die Konferenz, und ich den Ton ausmache und das kommentiere. Ah, das wäre gut. Da gibt es ja richtige Apps für. Gibt es dafür Apps? Ja, da gibt es jetzt Kommentatori oder so. Da gibt es so Apps, wo du eben kommentieren kannst. Okay, weil das kann man ja auch ohne die Rechte zu haben. Also man erzählt dir nur, was man gerade sieht. Genau, das ist... Außerdem kennst du dich auch mit Klagen aus. Total. Wenn da was reinkommt. So. Ja, da habe ich ja, da mache ich mal, da muss ich mal ein bisschen der Welt... Guck mal, das ist doch wieder toll, dass in einem... Das jemand vielleicht nicht leiden kann, dass hier drin dieses Azur da so eine und dann kommt jetzt dieses Zeug drumherum, damit man es dann nicht mehr sieht. Dann denke ich mir, wäre doch viel cooler, wenn das drin auch... Nochmal, immerhin ist das aber vielleicht gedruckt. Rosa ist das Gehirn. Vielleicht ist es so weit gedacht. Oh, jetzt redet er sich schön, meine Güte. Nein, also kann man ja, vielleicht denken die Lego-Mitarbeiter ja mit. Nein. Nein? Okay. Nein. Dafür hätte es schon mal irgendwann Indizien gegeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach so jetzt aus dem Nichts? Nein. Ja, vielleicht denken sie so, jetzt! Das wäre ein fliegender Start, das kann ich mir nicht vorstellen. Was machen wir hier noch? Aber echt, was es mittlerweile für Teile gibt. Ich war ja letztens auch total erschrocken, als du mir erzählt hast, dass es gar nicht mehr diese Achterdinger gibt und so.
Ja, die werden, also die 2x4 Bricks werden kaum noch verbaut, ja. Oder die 2x3. Ja, alle diese klassischen Steine gibt es fast nur noch in den Minecraft-Sets. Davon habe ich so viele. Ja, ist auch, in Eimern. Ist auch gut so. Das sind auch wirklich die braucht man auch. Guck, jetzt haben wir noch ein bisschen Sand Green. Also das Azur ist jetzt schon verbaut. Jetzt haben wir noch Sand Green dazu bekommen. Obendrauf kommt jetzt noch ein bisschen Leim, damit es noch wilder wird. Und dann können wir es verpacken. Und dazwischen kaputt machen. Das ist aber verrückt. Ich glaub's für immer weg. Ist das irgendwie links neben dich? Ah, nee, zum. Warte, das rote hier? Hab's? Nee, ich hab's. Danke. Yes. Nee, das ist von. Das sind Sedimentablagerungen über die Jahre. Ah. So. Hops, das sieht doch schon gut aus. Ach ja, Harry Potter. So, du brauchst jetzt auf jeden Fall den Stiefbruder von Hagrid, der den dann. Den Stiefbruder. Und dann nimmt Hagrid den aus. Ich glaube, in Bulgarien wohnen die Riesen. Aber da bin ich wirklich gar nicht mehr drin, wo die wirklich wohnen. Sensationell. Und dann sorgt er dafür, dass er mitkommt, dass der Bruder mitkommt nach England, eben, um ihn da zu. Dass er da Essen hat, weil er ist die anderen. Ach, Riesen. Ach, dass er da Essen hat. Haben ja, die Riesen anderen Riesen. Die anderen Riesen sind sehr gemein und dadurch, dass die Riesen. Am Ende werden leider auch die Riesen wieder. Kumpels von Lord Voldemort, was natürlich nicht so gut ist. Okay. Das ist natürlich, ah, guck mal, da kommt ein Sticker rauf und Sticker machen wir nicht, weil Sticker doof sind. Sticker machen wir nicht, Sticker sind doof. Sticker machen keinen Spaß. Ah. So. Ah. Ich hatte noch nie so ein entspanntes Praktikum. Guck mal, das ist doch mal was Gutes. Man muss ja, das ist ja auch immer Praktikum, muss doch die Leute auch auf die Berufswelt vorbereiten. Weißt du, wenn du mal endlich anständig was arbeiten gehst, ja. Dass dann, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und normalerweise im Praktikum kommst du dann in irgendeine dusselige Anwaltskanzlei oder irgend sowas und irgendein Büro, musst dann da Kaffee kochen und kopieren. Und dann denkst du ja, das macht dir alles gar keinen Spaß. Die Arbeitswelt kann total den Spaß machen, wenn man den richtigen Job wählt. Das stimmt. Oder mehrere Jobs hat, die unterschiedlich sind. Oder die abwechslungsreich sind, genau, irgendetwas. Also man kann es sich ja durchaus schön machen. Guck mal, die Frisur wird hier gestaltet aus diesen, siehst du, aus diesen Elementen, die eigentlich. Wieso fokussiert der auf dich und nicht auf das Ding? Ja, hallo, Fokus. Weil ich wahrscheinlich hübsch bin. Es muss damit zu tun haben, irgendein Fehler liegt davor. Ich bin so braun bei dir. Gut, dass ich in der Kamp letztens eingeschlafen bin. Guck mal, da. Das sind hier solche Clown-Elemente und dadurch wird dieses bedruckte Gesicht, ich möchte darauf hinweisen, es ist bedruckt, es ist der Knaller. Stimmt. Ja. Oh, ey, ich frage mich, wie er heißt. Ich habe den Namen. Achso, das steht doch sicher. Achso, nee, der Große. Der Große steht nicht dabei und ich habe natürlich keine Ahnung. Ich google, mein Handy liegt aber woanders. Steht da nicht irgendwas noch drauf? Nee, die große Figur. So, irgendwie, jetzt bauen wir irgendwas wir mit mal G. Irgendwas mit G. Na, du, irgendwas mit G sind wir weit dabei. Nee, also hier in den Anleitungen stehen hier überhaupt keine Infos. Das ist ja auch schade. Jupp, das ist immer nur bei den Spezialsets, dass da irgendwas dazugestellt packt wird. Du, aber irgendwas mit G ist schon mal ein G weiter als das, was ich gewusst hätte. Ja, schreibt mal den Hashtag mit dem Namen in die Kommentare und wahrscheinlich werde ich nachher denken so, oh, stimmt, er heißt gut, ist aber von Guardians of the Galaxy. Gorn ist von Vicky und die starken Männer. Ich weiß es gerade nicht. Und das ärgert mich. Also, es macht nichts. Wir kommen da gut durch. Auch ohne. Ich kann hier auch alle starken Männer von Vicky aufzählen. Echt? Klar. Aber ich, ach! Ah, guck, da habe ich doch geträumt. Oh. So. Müssen die Mädels noch bauen? Ah, ich bin manchmal echt dumm. Ach, manchmal ärgere ich mich über meine eigene Dummheit. Und jetzt siehst du, jetzt habe ich hier nie aufgepasst. Alles falsch? Nee, nicht alles, aber ein Stück. Habe ich geträumt. Aber sie kriegt ein Stöckchen wie der Harry, okay. Ja, obwohl die eigentlich andere Zauberstäbe haben. Weil die große Sache ist, der Zauberer sucht sich ja nicht den Zauberstab aus, sondern der Zauberstab den Zauberer. Ah, hat nicht der Harry so einen ganz schäbigen am Anfang, nee, Harry den Potter in der Winkelgasse hat, Harry kauft? Potter hat den gleichen wie Lord Voldemort. Die haben beide eine Phönixfeder drin von dem gleichen Phönix. Und deswegen haben ihre Zauberstäbe auch eine ganz besondere Verbindung, weil sie haben den Zwillingskern. Ja. Und das ist natürlich für Voldemort manchmal nicht sehr gut, wenn er Harry umbringen will, weil dadurch sein Zauberstab nicht das macht, was er will. Und deswegen ist Lord Voldemort auf der Suche nach der Lösung. Und deswegen entführt auch Lord Voldemort den Zauberstabmacher Ollivander.
Oh, den Mr. Ollivander kenne ich aus der Winkelgasse. Genau, den entführt er. Ja. Und Mr. Ollivander sagt, weiß eben auch nicht, was da los ist, weil Zauberstäbe sehr wenig erforscht sind. Ja, und mitteilsam sind. Und dann kommt, was viele nicht wissen, Tom Riddle ist ja Lord Voldemort. Und der ist bei Muggeln Menschen aufgewachsen. Dementsprechend kennt er nicht die Geschichten und Märchen der Zauberer. Und es gibt ja die drei Heiligtümer des Todes. Aha. Die sind... Was weiß der nicht? Der Tarnumhang von Harry. Ja. Der Stein der Wiederauferstehung. Okay. Und der Elderstab. Aus Aha. einer Elder... Was ist Elder? Hat mir meine Mutter letztens erzählt. Auf jeden Fall Elderstab, der, da gewinnst du jedes Duell. Kennst du nicht die Märchen vom Beedle den Bahn? Nein. Die schicke ich dir mal. Das sind schöne Kindermärchen. Okay, und dann kannst du mir das alles... pass mal auf, du baust mal dein Modell da weiter. Ja. Ich leere dir das mal aus, damit du mal ein bisschen das deine Teile siehst. Dann kommt ein bisschen Müll weg. Weil ich als Kind so oft Teile verschwendet habe und verbummelt, habe ich mir, glaube ich, angewöhnt... Dass sie für immer drin bleiben. Ja. So, ich baue weiter und was machst du? Ich zeige schon mal, was ich hier Tolles... Bist du schon fertig? Ja. Scheiße, ich dachte, mein Ziel war eigentlich schneller zu sein als du. Du hast aber irgendwann ins Quasseln angefangen. Ich kenne das aus meinem Kanal. Da fängst du an und dann bleibst du irgendwann hängen in einem Thema. Und da ich hier keine Uhr irgendwo laufen habe, wissen wir auch nicht, dass wir hier schon irgendwie in einem Dreiviertelstunde wahrscheinlich sitzen. Ich wollte ja eigentlich das Märchen, weil es ist ein sehr schönes Märchen, von den Heiligtümern des Todes erzählen. Ich bin mir sicher, alle wollen das Märchen hören von den Heiligtümern des Todes. Also wenn ihr wirklich zu Hause dieses Märchen gelesen von Emma Watson oder Hermine hören wollt, das ist sehr toll, kann ich euch empfehlen, gibt es bei Google sicher YouTube mehrfach zu besser erzählt als von mir. Aber es gab drei Brüder, die der Zauberkunst fähig waren und die kamen an einen Fluss, der sehr stark war. Und dieser Fluss hat schon mehrfach Menschen das Leben gekostet. Mhm. Aber die drei Männer waren ja nicht dumm und waren der Zauberei fähig. Und so, ach guck mal, da würde das drauf kommen. Das ist wirklich echt schön gemacht. Also den finde ich echt schön. Und sie, also der reißende Fluss. Der reißende Fluss, genau. Und da haben sie natürlich gesagt, hey, wir sind schlauer als der Tod. Wir werden jetzt einfach... Ach, da unten. Ah, okay. Wir werden jetzt einfach uns eine Brücke zaubern. Ja, das, wenn man Zauberer ist, ist das, liegt das ja auf der Hand. Das würde ich immer machen zaubert, als Zauberer ja. machen. So, und da sagen die sich, okay, wir zaubern jetzt mal. Jetzt frage ich mich, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Oder war da ein Zwischen... Ist da ein Zwischending so wie hier? Ja. Da ist ein leichter Spalt dazwischen. Okay. So, und dann haben die auf jeden Fall sich eine Brücke gezaubert und da war der Tod natürlich als Person sauer, weil normalerweise ertrinken die Leute, die darüber wollen, ja. aber die drei Brüder waren zu pfiffig für ihn und da war der echt murksig, ja. Der war also echt zornig und ist dann zu den Leuten gegangen, also zu den Brüdern und hat gesagt, Mensch, ihr habt mich jetzt überlistet, ja. Dafür schenke ich euch allen einen Wunsch. Ziel hat der Tod aber immer noch, er will alle sich zu eigen machen. Ja. Da sagt der Erste, okay, ich wünsche mir einen Zauberstab, der mächtiger ist als alle andere, sodass ich jeden im Zauberduell besiegen kann. Ja. So, der Zweite will den Tod noch mehr fertig machen und sagt, ich wünsche mir einen Stein, mit dem ich Menschen wieder auferstehen lassen kann. Ah, okay. Und der Dritte, das ist der Nette, der Sympathische, der sagt, ey, ich will eigentlich nur was haben, damit du mich nicht mehr findest. Und da ist der Tod natürlich sauer, aber teilt seinen Umhang mit ihm, wie St. Martin etwa. Und dann ist der Tarnumhang. So sind die drei Sachen entstanden. So sind die drei Sachen entstanden. So, der Bruder, der jetzt dieses tolle Ding kriegt, um die Leute zu... den Zauberstab. Ja. Der geht ins erste Dorf. Ja. Sucht sich den ersten Kollegen, sagt, komm, wir kämpfen, macht ihn fertig. Und prahlt natürlich, so wie es Menschen machen, mit seinem Zauberstab ja. rum. Was er nicht wusste, der Zauberstab ist nur bei Duellen unschlagbar. Aber gleich in der ersten Nacht geht er ins Wirtshaus, säuft sich zu, pennt ein. Und dann kommt ein Mörder und schlitzt ihm die Kehle durch. Und so ist er tot. Der Tod hat ihn sich doch geholt. Der zweite Typ, Bruder, der den Stein der Wiederauferstehung hat, geht nach Hause und will seine große Liebe zurückholen. Okay. Und, aber irgendwas hast du unten drunter, weswegen es nicht ganz sauber aufliegt. Ich glaube, irgendein Zauberstabding. Es lag nur hier dein Zeug so, da drauf. Ach so, okay. Ja. So holen sie sich natürlich so holt sich der Tod den ersten Bruder. So, dann hat er den Stein der Wiederauferstehung. Oh, da kommt ja immer noch mehr. Da liegt ja auch noch Zeug da, das muss ja mal alles weg. Ja, auf jeden Fall, der zweite Bruder will seine große Liebe, die relativ früh an Krankheit gestorben ist, so zurückholen. Ja. So, was sie nicht wussten, danke für deine Hilfe, dass der Tod auch da fuchsig war und sich einfach, okay, das stecke ich jetzt da rein. Das oder? Wollte er auch nicht, dass er die, dann hat er ja beide verloren. Ich meine, er hat ihn nicht gekriegt, dass er gestorben ist und der holt sich jetzt auch noch seine Freundin zurück. Ist ja ein doppelter Verlust. Ja, aber genau, aber die Freundin ist nicht richtig in der Welt, die ist nur ein Geist. Mhm. Und das macht den Bruder so deprimiert, dass er sich das Leben nimmt.
Also so hat sich der Bruder, der Tod auch den... Das muss erst noch wieder drauf. Ah, noch nicht drauf gesetzt, so hat sich der Tod auch den... Auf den wieder geholt. Den zu eingemacht. Ist ja doppelter, also jetzt... Der Zeit läuft beim Tod. Läuft beim Tod. Trotzdem, und was ist jetzt das, passiert beim Tarnumhang? Und der dritte Bruder, der hat den Tarnumhang. Und der Tod kann ihn nicht finden. Halt, stopp. Da also hier. Ich muss ja hier noch was raussetzen. Nee, achso, die hast du auch noch nicht, von hier drüben noch nicht. Nee, sorry. So, und der Tod, der Tod hat dann den dritten ewig gesucht, aber findet ihn nicht, weil er ja den Tarnumhang hat, der Fuchs. Ja. Und so kommt es, dass der Mann ein sehr schönes Leben führt und erst im hohen Alter den Tarnumhang abnimmt und seinem Sohn schenkt. Mhm. Dass der Tod ihn nicht findet. Und dann sieht der Tod ihn, kommt und beide treffen sich wieder ebenbürtig und verlassen die Welt. Sehr schön. Von Hermine gelesen, noch mal besser als von mir jetzt vorgetragen. Kann ich empfehlen. Es war aber herzerwärmend. Ja, Gänsehaut. Ich merke, du hast eine Gänsehaut. Gewiss, ja. Also kann ich bei YouTube, gib mal das Märchen ein, der Heiligtümer, ganz toll erzählt, auch schöne Bilder dazu. Und es erschließt sich für einen die Harry Potter Welt schlagartig. Nee, weiter, aber nicht komplett. Okay, weiter. Also das ist nochmal, guck mal, wir machen hier, das ist ein welterweiterndes Video heute mal. Ja, was... Beim nächsten Mal frage ich dich dann dazu. So, das stecke ich jetzt hier ran. Jetzt ist nur ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache. Also wir müssen die auf jeden Fall noch verbaut kriegen und vor allem die beiden. Also das garantiert. Ah, wo kamen denn die beiden Kollegen? Weiß ich nicht. Und ist die Frage, wo die Fliesen auch noch hinkommen. Die sind wahrscheinlich nur Deko an irgendeiner Stelle. Ach, wahrscheinlich unten an den... Ach, guck mal. Nee, die habe ich schon reingemacht. Nö. Wo? Das sind die hier. Guck, hier dahinter. Kann man das abnehmen noch? Ja. Guck, hier dahinter. Ach, da hätte ich die reinmachen müssen. Genau, wir korrigieren das kurz. Deswegen bin ich beim Experten. Du kannst noch die beiden Fliesen suchen. Die beiden Fliesen. Ich habe das jetzt mit viel Genuss rausgehebelt. Och, scheiße, jetzt habe ich rumgeträumt. Die beiden Einerfliesen. Aber hier sind ja noch vier Einerfliesen und alles. Du hast uns aber auch währenddessen wichtige Sachen erzählt. Ja, und hier sind auch Zauberstäbe. Wem gehören die Zauberstäbe? Kann man auch sagen, dass man Zauberstäbe über hat? Also es ist so, du hast hier die Zauberstäbe wild verteilt. Ja. Prinzipiell steht immer bei dem Ding dabei, dass welche du, Farbe, das ist immer so ein Doppelpaket, das drücke ich dann immer in die Hand. Einer ist eigentlich immer ein Extra, wenn aber zwei den gleichen haben, müssen die sich den teilen. Jetzt hast du einfach welche über. Ja, das kann man immer verkaufen. Kann man wie eins verkaufen, genau. So. Also, ich glaube, da oben hätten die raufgemusst, aber ich bin mir nicht sicher. Wo sollen die noch? Ja, genau, links und rechts ist die Deko hier noch. Dann haben wir es. Zwei Stück. Das ist die Deko hier für innen und dann sind wir komplett. Das war, alle die Teile kamen vor, während du das Märchen erzählt hast. Das ist. Ja, und jetzt ist es bei mir fertig. So, und jetzt haben wir hier noch diese Griffel, die können ja schießen. Die Griffel können nicht. Das sind. Doch, das sind so, die kannst du in die Hand. Das ist eine Waffe quasi. Das ergibt keinen Sinn, weil es. Das gibt's ist ja das der, das ist der Patronus und der Patronus, den kann man als Mensch nicht greifen. Guck mal, was ich hier lerne. Ich hätte jetzt gesagt, hier Piu Piu, alle sind das tot. Das ist Star Wars auf einmal. Genau, das ist auch das alle sind tot Symbol bei Lego, dass man aufpassen muss. Und dann drückst du, jetzt muss ich mal testen, mach mal die Augen auf und dann... Ach wirklich, das soll man rumschießen. Das hat ja eine Leistung. Das ergibt Sinn, also das ist eigentlich der Zauber, der fliegt und dann zu diesem Vieh wird. Genau, aber den Zauber müsst. Achso, mit dem Zauber, den schießt Harry Potter auf das Vieh quasi ab, das sind seine guten Energien. Nein, also da, genau, der Dementor kommt. Und du merkst, das Glück geht weg, ja? Und dann musst du dich an das schönste Erlebnis in deinem Leben erinnern. Aha. Ja? Was ist dein schönstes Erlebnis? Dass du hier bist. Dann würdest du immer, wenn ein Dementor jetzt kommt, daran denken und dann sagst du Expecto Patrono. Der Aaron ist da. Genau, Expecto Patrono. Und dann würde dein Patronus erscheinen und den Dementor angreifen und vertreiben. Und dann kommt das Glück auch so normal wieder. Okay. Was ist dein Lieblingstier? Ergibt schlagartig Sinn. Dann wäre dein Patronus ein Erdmännchen. Sehr schön. Ein glitzerblaues Erdmännchen, was da steht und die Wüste bewacht. Das wäre dein Dementor. Okay, das ist dein Patronus, genau. Okay, das ist doch sehr cool. Also, und jetzt mal kurz, das hier ist die Bude, in der so ein Riese wohnt. Nee, das ist einfach ein Baum, der da ist. Der Riese ist ja genauso groß wie der Baum. Der Riese hat auch die ganzen Bäume umgeschubst. Okay, also der Riese ist echt groß. Okay, der versteckt aber in dem Baum halt seine coolen Sachen. Nee, das hat jetzt Lego so gemacht. Normalerweise hat, wie auch immer heißt, das Ding in der Hand und klingelt, glaube ich, wenn er Hunger hat. Und dann kommt Hagrid und bringt ihn Essen. Okay, also ich finde jetzt erstmal, bei mir geht es ja um die Teile, ich habe wie gesagt keine Ahnung, deswegen habe ich ja Aaron da, der mir alles genau erklärt. Ich muss dir leider sagen, ich habe noch das.
Ja, das ist so Deko, oder? Die steht dahinter. Ach, steht dahinter. Das ist einfach nur so ein Board, wo man sagt, ach, Tafel, okay, alles klar. Also wir haben schöne Teile. Am meisten hat mir in dem ganzen Ding tatsächlich hier dieser Halbkreis gefallen, der schon diese Äste hier inkludiert hat, weil man damit, kann ich mir vorstellen, wunderbare kleine Wälder bauen kann. Aber ansonsten auch so, wenn man einfach einen verwunschenen Wald sich bauen möchte, ist das super. Mit Spinnchen noch dabei, Weltklasse. Ja. Und dann haben wir hier den dicken. Ja, nehmen wir den dicken. Ah, Gorn, Groot. Keine Ahnung. Gut. Hagrids Bruder. Hagrids Bruder. Und der kann auch nicht Hagrid sagen, der sagt immer Hagger. Hagger, ja. Ja, weil er eben nicht reden. Riesen sind sehr dumm. Ah, okay. Ja, das weiß ich. Ja, und Zentauren sind schlauer als Riesen, aber finden so die Zauberei scheiße und glauben eher an Sterne und alles. Okay, verstehe ich auch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, das waren ja die, habe ich die Figur, warte mal, ich habe die Figur noch gar nicht gezeigt hier. Das sind ja noch die anderen Figuren, die ich zusammengebastelt habe. Hier Dual Molded Beine, drüben, das ist schon mal was Nettes, nette Frisuren dabei, ansonsten kennen wir die Leute ja. Dolores Umbridge, also zusammengefasst, Dolores Umbridge hasst Harry, hat den in ihrer Gewalt und sagt, Dumbledore will mich mit einer Superwaffe fertig machen. Dann sagt Harry ganz schlau, ja, die Böse, hey, im Wald ist die Superwaffe, in der Hoffnung, dass der Dicke sie dann sie fertig dann macht. Okay. Das Problem ist, dann kommen die Zentauren und Zentauren sind für Zauberer Halbblut, also so nicht gut. Ja. Und die beleidigt die dann, die Zentauren, dann sind die Zentauren sauer und nehmen sie mit, bringen aber Harry und Hermine nicht um, weil es noch Kinder sind. Fohlen, sagen die. Fohlen. Und dann konnten Harry und Hermine abhauen und konnten ihren anderen Scheiß machen. Und zwar ins Ministerium fliehen und Sirius Black zu retten. Alles klar, verstanden. Ich spoiler nicht weiter. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, also wer jetzt hier Harry Potter noch nicht gesehen hat und Fan ist, also dann haben wir jetzt auch nichts gespoilert, kann nicht sein. Weil also ich mein, sorry, Also es wäre wie, als würden wir Terrence Hill Bud Spencer Filme spoilern. Das geht nicht, das ist zu lang schon im Markt. Das ist frei. Du bist das zweite Idol, was ich getroffen habe nach Bud Spencer. Du hast Bud Spencer getroffen. Wisst ihr eigentlich, wen der alles getroffen hat? Der hat meinen Undertaker getroffen und ein Foto. Ja, aber da musst du ja auch 5 Stunden warten. Also, das war wirklich... Oh, Undertaker treffen. 5 Stunden für ein Foto. Ja, aber Undertaker, das ist der Undertaker. Ja, das ist der Undertaker. Das stimmt. Und der kämpft immer noch. Undertaker, ja. Ja, das verstehe ich nicht, warum der irgendwie das bald 60 und kloppt sich da immer noch im Ring rum. Gut, ich meine, der verdient noch... Mike Tyson fängt auch wieder an. Ja, aber ich glaube, der hat es nötig. Der ist jetzt Influencer, Mike Tyson. Der hat jetzt eigene Sportstudio. Ich weiß nicht, ob er es so nötig hat, aber ja. Ist dann wieder George Foreman Grill irgendwann, ja. Du hast dann irgendwann bist du drüber, ja. Ja, aber den Undertaker. Es ist, also für 90er Kind ist der Undertaker so circa alles. Ja, mir fehlt nur noch Hulk Hogan und Bret Hart, dann wäre ich happy. Bret Hart hat sich ja aber komplett aus dem... ganz kurz, wir gehen nochmal... Bret Hart ist noch da und ist jetzt bei AEW. Ja, der ist bei AEW, aber das Thema ist ja... Guckst du Wrestling? Wofür steht AEW? Oh Gott, jetzt frag mich doch nicht, soll ich sagen. Ich bin noch bei der World Wrestling Federation gewesen, bei der WWF in den 90ern. Ja, da war ich ja auch. Und dann kam World Wrestling Entertainment raus, dann gab es ja die WOW nebendran. Ja. Dann gab es ja die New World Order, diese Geschichte. NWO, mit Hulk Hogan. Genau. 1997 das meistverkaufteste Merchandise, noch mehr als jedes Trikot, das NWO das Black NWO. Shirt. Wir müssen kurz noch das hier machen, dann können alle abschalten, die keine Lust mehr auf Harry Potter haben und dann gehen wir zu Wrestling rüber inhaltlich. Ich sehe da ein großes Thema. Ich glaube, wir müssen kurz ein Der Held-Video starten und kurz mal Wrestling der 90er besprechen. Ja. Hier, was ist eine AWE? Was war das? All Elite Wrestling. Oh. Von Cody Rhodes, dem Sohn von Dustin Rhodes. Ich habe übrigens bei mir im Hintergrund alle original verpackt. Ich weiß, ich sehe die doch bei dir bei Twitch. Super, oder? Weiß ich doch. Super. So, erzähl mir was hierzu. Wer sind diese Figuren? Das ist wieder Luna Lovegood, Hermine und Harry, die im Raum der Wünsche mit den Fake-Dementoren üben, wie man die vertreibt. Mit Hasi für Hasi Luna und Otter für Hermine. Hermine. Harrys Hirsch haben sie mal nicht rausgehauen wieder. War wahrscheinlich teuer. Das wäre viel zu teuer gewesen. Und dazu haben wir hier dieses Ding, dass man seine guten Wünsche auf das Vieh feuert, damit das dann anfängt zu glitzern und den Dementor vertreibt. Ja. Ich bin voll dabei. Und das haben wir. Und jetzt haben wir hier, das ist der Raum der Wünsche. Ja? Genau, da gehst du eben dreimal dran vorbei, wünscht dir irgendwas. Und dann... Dann ist da auf einmal eine Tür, die erscheint, wenn du dir dreimal was gewünscht hast. Also du läufst auf hier, läufst du auf und ab. Ich kann dir sagen, Harry Potter ist gelaufen und dachte so, boah, ich brauche einen geheimen Ort zum Trainieren, damit die alte Kröte mich nicht findet. Der wusste gar nicht, dass wir hier, dass das gibt. Doch, den Raum der Wünsche, den gibt es öfter. Das ist nochmal ein 30 Minuten Video. Und der läuft da dreimal lang. Ich brauche einen Raum, wo ich trainieren kann mit meiner Gang und auf einmal, bam, oh, geilen Raum. Und dann geht er rein und dann gehen die da rein. Und da hinten wird dann trainiert. Da hinten wird trainiert. Und hier ist ein Kamin einfach nur. Das ist ein Kamin. Weil es schön warm ist. Okay. Weil in dem Raum küsst auch Harry das erste Mal Show oder wie sie heißt, bevor er, der kommt ja dann später mit der Schwester von Ron zusammen und so. Das ist ja wie bei GZSZ. Es ist das Gleiche.
Ja. Ist ganz nett, ohne Aufkleber irgendwie nicht so schön. Also wenn ich mir vorstelle, wirklich diese schönen Aufkleber. Ja, die Details fehlen mal komplett. Ja. Also an den Mauern, auch hier draußen, was sind hier für Schilder dran, die da sind? Ist das einfach nur coole Deko? Also ja, da kommt erstmal die Mauer, dass sich das verschiebt. Und diese Böse, die in deinem Set ist, die Frau Umbridge, die erlässt sehr viele Regeln. Und diese Regeln werden auch angehängt und das sind so diese Bilderrahmen, wo die Regeln drin stehen. Ah, okay, alles klar. Und das ist draußen einfach, wenn man entlang. Das ist ja in Hogwarts drin, oder? Das ist hier in Hogwarts drin. Und stell dir die Umbridge wie die Stasi vor. Ich habe sie mir schon genauso vorgestellt. Sehr gut. Und die wird, sorry, muss ich nochmal sagen, von Rufus Beck mit so einem geilen Wiener Dialekt gesprochen. Ich liebe es. Hervorragend. Also teilemäßig, klar, wir haben jetzt hier diese großen durchsichtigen Elemente da, die mag ich. Vor allem sind sie in dem dunklen Blau sehr selten. Das ist fein, die Nougat-Töne passen. Sie machen ja farblich sowieso bei Harry Potter echt nichts falsch. Das sieht doch alles schön aus. Ja. Passt doch auch zu den anderen Sets, die wir jetzt hier so da haben. Und hier sind ja auch diese Techniklöcher dran. Wenn wir jetzt, also jemand hat jetzt hier, deswegen habe ich dich doch da und deswegen habe ich das auch dazu genommen. Du hast jetzt hier diesen Astronomieturm. Ja, ich glaube, der Raum der Wünsche ist... Ergibt es irgendeinen Sinn oder gibt es, du hast ja auch die Peitschende Weide, du hast den Uhrenturm, du hast die Halle. Es ergibt alles Sinn, aber dadurch, dass es ja nicht kein Kreis ist, sondern einmal längs, ist es, ergibt es von den Anbauten gar keinen Sinn. Okay. Also, weil irgendwo auch, ist ja auch Dumbledore sein Büro und die Ebenen, es gibt keinen Keller, die Slytherins und die Ravenclaws, die Hufflepuffs sind im Keller, Ravenclaws und Gryffindor sind im Turm, okay. Dumbledore ist in einem anderen Turm im zweiten Stock, da sind die Feuerspeier vor, also die große Halle ist ebenerdig, da gibt es noch einige Sachen zu verbessern, aber es ist ganz nett. Aber man kann sich, du musst es dir also so positionieren und stellst dir das einfach hin und du hast eine Szenerie, die du nebenher spielen kannst oder stellen kannst, wenn du möchtest, für irgendwelche, ich denke immer da an irgendwelche, wie nennt man hier diese Trickfilmchen, die da gebastelt werden, wenn die Leute das fotografieren, aus Lego irgendwas stellen und dann Stop-Motion-Filme machen. Stop-Motion. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wenn einer das bei euch zu Hause hat, mir gerne auf Instagram Bilder schicken, dass sich jemand komplett Hogwarts hingestellt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Da brauchst du erstmal Platz. Ich würde sagen, es wird einen geben, der gerade zuschaut, der das hat. Ich bin und der soll es mir bitte schicken. Ich habe Bilder gesehen, die waren so groß wie mein Studio Hogwarts. Also da konntest du dich als Mensch quasi fast reinstellen. Ja, aber das soll jetzt keiner sein, der auf Convention geht, um damit anzugehen. Achso, das war Conventions. Sondern so ein Typ, der sagt, mag ich privat. Achso, okay, mag ich privat. Das müssen wir mal gucken. Also ich kenne ja auch von Helmsklamm, so dass da 40 Mann drinstehen können. Von was? Helmsklamm, hier. Ach, ja, Herr der Ringe. Helmsklamm, ja, okay. Ja. Das würde ich auch gerne mal sehen. Herr der Ringe kann man da mir auch Bilder schicken. Da gibt es unfassbar, was die da gemacht haben als Mocs. Das ist ja das, die machen kreative Sachen. Man kann, und das ist ja das, was für mich wichtig ist. Dann kaufst du dir halt 300 Mal dieses Set und hast gute Teile, um was zu bauen. Wenn du halt bei einem Set die Hälfte schlechte Farben hast, kannst du es ja nicht mehrfach generieren, um es größer zu bauen. Ja. Das geht ja nicht. So funktioniert es. Aber das ist doch schön. Schön. Was würde mich der Spaß nochmal kosten, die beiden Dinge? Bei 30 und 20. Würde ich ausgeben. Also ja, gebe ich ja aus, jetzt habe ich dir schon gesagt, nehme ich mit beim Praktikum. Du kaufst es ja sowieso schon, es ist bei mir doch ein bisschen günstiger. Wir haben 25 für das Große und wir haben 18 fürs Kleine. Boah, ist ja Schnapper. Direkt mitgenommen. Ja, und wenn nicht, Link in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung kommt ja sowieso, dann bekommt ihr es von Amazon rucki zucki. Ihr wisst doch, mein wunderbarer Premium-Partner, der mich nie enttäuscht hat. Und das ist doch sehr schön. Nee, dann war das doch toll. Guck mal, wir haben es doch. Wir müssen jetzt haben noch ein bisschen was zu tun. Und dabei können wir über Wrestling reden. Das ist aber jetzt ein bisschen weit weg vom Thema hier für das Harry Potter Video. Das machen wir dann ein andermal. Ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt eher noch eine halbe Stunde verloren, weil er jetzt hier spielen will. Ihr kennt mich ja, wenn ich mit meinen Fliegern dann anfange rumzuspielen. Ich finde Harry Potter super. Der Aaron sitzt jetzt hier und zockt mal hier alles durch, was da ist und fliegt mit Hedwig ein bisschen durch die Gegend. Ja. Kann man mit einer Eule fliegen? Nein. Okay. Die Eulen sind ja zu klein. Ja, ich dachte, die können zaubern und irgendwie einen mitnehmen. Terastrale oder so heißen die. Das können, aber das sind wie Pferde, die fliegen können. Aber die können nur Leute sehen, die schon dem Tod ins Auge geblickt haben. Für andere sind die unsichtbar. Du kannst auf Besen fliegen, du kannst mit Motorrädern fliegen, du kannst bei Harry Potter mit viel fliegen, aber nicht mit Eulen. Sowas. Also, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Wir sind ein wenig tiefer in die Harry Potter Welt eingetaucht. Und Voldemort ist der einzige Zauberer, der alleine fliegen kann. Muss man auch noch sagen. Voldemort kann fliegen. Gibt es einen Voldemort? Ja. Sieht er gut aus? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er für dich gut aussieht. Ich kann jetzt sagen, ich habe in der Minifiguren-Serie. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Es kommen weitere Videos vom, wie heißt das Ding auf Deutsch? Die Hütte da drüben. Das ist der... Der Ligusterweg. Ligusterweg, den zeige ich euch noch. Ich zeige euch noch Hedwig natürlich. Und ich versuche auch noch den Fuchsbau zu bekommen. Das ist ja ein Exklusiv-Set. Es gibt den Fuchsbau? Ja, aber das ist wieder ein Set, was Lego kleinen Händler nicht gibt. Das bekommen nur die großen Ketten. Was kostet denn der Fuchsbau? 80 bis 100 und sowas, glaube ich. Sorry, kann ich, muss... Du musst mal was besorgen, gell? Hey, den Fuchsbau hole ich mir auch. So ist er, was soll ich sagen. Genau, dann haben wir das so geklärt. Ah, und es war mir ein Fest, dass du da warst.
wunderbar. Habt eine gute Zeit. Umgebt euch mit netten Leuten. Macht tolle Dinge. Das ist ganz wichtig. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Macht's gut. Bis bald.